Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Ihr seid ja lustig. Wisst ihr, ihr beide nehmt alles zu persönlich, das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt hier was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auch. Gib her. Na komm, gib her. Go. Ciao. Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück. Bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Das war's. Das war Watch Dogs. Noch einmal. Bürgermeister Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord oder wurde er exekutiert? Ich glaube mal eher Selbstmord. Die Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTO als Problem bezogen. Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hocherfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Ihre persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. Aber vorher die ganze Stadt vernichtet wegen dem CTOS, weil das jeder hacken konnte. Ist klar. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen, in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen, hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Wir machen die Welt zu einer Gemeinschaft. CTOS 2.0, Sie stehen im Mittelpunkt. Die Welt wird ein globales Dorf. CTOS 2.0. Macht smarte Städte noch smarter. Tja, CTOS 2.0 haben... Ein Interview mit einer Frau, die behauptet, den Rächer Aiden Pierce... Oh. Die bekannte Kinderpsychologin Yolanda Mendez ist bei uns. Dr. Mendez, Ihre Geschichte ist unglaublich. Sie kennen also Aiden Pierce, den Mann, den wir den Rächer nennen. Wie kam es dazu? Ich lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Seine Schwester. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein, nein, nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch? Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes. Das wird sicher faszinieren. Dr. Mendez, danke schön. Sie schreibt ein Buch von uns, Alter. Get the fuck out of here, Alter. Genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unser Ruf von Schwächlingen ist
stark geschadet. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Ja, der Zeck macht ernst. Im Polizeikommissariat heißt es, die Verbrechensrate sei in letzter Zeit mehr und mehr gesunken. Doch dem Mann, der das Recht in die eigene Hand nahm, wird kaum ein Anteil daran zugesprochen. Wie anonyme Quellen mitteilen, sind einige Beamte der Polizei durchaus angetan von der Arbeit des Rächers, dürfen dies jedoch in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Das habe ich gemeint. Wir haben den mit einer Beweisspur guten Weg. Die Verhaftung von Joseph DiMarco. Doch die Polizei von Chicago versichert, dass ihre Untersuchung in diesem Bereich lange nicht abgeschlossen ist. Nachdem DiMarco sich in allen Anklagepunkten für schuldig erklärt hat, sind nun Beweise aufgetaucht, die den Gouverneur von Illinois mit dem Menschenhändlerring in Verbindung bringen. Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben, jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau. So läuft das Business. Jordy könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind, aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet? Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das? Gute Frage. Wer es entscheidet? Heute sind wir gleich, da hat er recht. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Es gibt keinen Letzten. Jetzt bist du dran. Ich hab dich gewarnt. Diese Kerle sind anders als alles, was du kennst. Nein. Aber jetzt können Sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt! Verstanden? Wir sind beide erledigt! Erschieß mich, verdammt! Mach schon. Hä? Dann kannst du besser schlafen. Tötest den Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker! Zwei, drei, fünf.
Ich habe ihn aus einem bestimmten Grund gekillt. Na, das passt jetzt, die Mucke mit dem Kill. Kann man das eigentlich schon überspringen, die Scheiße? Keine Ahnung. Ich hoffe, man hört mich jetzt, wegen dem Mucke ist ein bisschen laut. Ich habe ihn aus einem bestimmten Grund gekillt, weil er gesagt hat, ja, sein Leben ist scheiße und der AB ist vielleicht tot und was weiß ich. Und vorhin haben sie AB tot und was weiß ich. Ich wollte mir einfach einen Gefallen tun mit dem, weil was hat ihn jetzt gebracht, wenn ich jetzt Leben gelassen hätte? Hätte nicht so viel gebracht, wahrscheinlich. Deswegen habe ich ihn gekillt. Und anscheinend gibt es doch irgendwie eine andere Möglichkeit, wenn man halt den bösen Weg nimmt, dass dann irgendwie Cops sagen, ja, Aiden ist scheiße und bla bla bla. Weil so haben sie ja gesagt, ja, nee, sie sind sehr erfreut damit, dass Aiden uns hilft und, also der Rächer halt und ja. Boah, die Mucke, die darf man wirklich nicht abbringen, oder? So eine Scheiße. Ja gut. Dann würde ich sagen, jetzt kommt eh nichts mehr, außer, ja nichts eigentlich. Die Open World kommt bald wieder. Ja, dann würde ich sagen, das war's von mir und von Let's Play Watch Dogs. Ich bin fertig mit dem Game. Vielleicht kommt noch dieses DLC, diese drei Missionen, diese DLC-Mission, was man, was halt im Game sind, weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung. Aber ansonsten bin ich eigentlich fertig mit dem Game, ja. Sonst habe ich nichts mehr, was ich sagen sollte, müsste, könnte. Ja, das müsste ich auf jeden Fall noch machen, ne? Also die drei Missionen. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Let's Play von wahrscheinlich Jurassic World Evolution oder meinem neuen Game, was dann bald mal kommt. Also, dann würde ich sagen, ich und Aiden sagen bis... Nein, warte mal. Eigentlich kann ich noch nicht sagen bis dann, weil ich muss auch noch ein paar Sachen vom Game selber sagen. Also verschleichen und so ist auf jeden Fall gut gemacht. Schießen kann man auch, ist auch gut gemacht. Und ja, in der Zeitlupe ist eigentlich das Schießen voll einfach. Ja, kann man eigentlich so sagen. Zum Schluss, diese Autofahrt ist eigentlich auch gut gemacht, weil man dann halt nochmal zum Schluss hier Stress hat mit dem Autofahren und einfach nochmal richtig so die Party abgeht. Und ja, man hat schon gemerkt, dass halt das Ende, dass das Game kurz vor dem Ende ist, weil jetzt doch wirklich alles irgendwie voll abgegangen ist. Jede Mission oder jede zweite Mission war eine Schießerei oder Autoverfolgungsjagd mit wirklich tausend Cops und was weiß ich. Und ja. Und so, Game war gut, war super. Kann man eigentlich nichts meckern über das Game, ne? Geht eigentlich gar nicht. Gut, so, jetzt reicht's aber. Was, hier heißt einer Tommy Vega? Wusste ich gar nicht. Okay. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Also, ich und Aiden sagen, ciao!